Gude, im heutigen Video geht es um die Wirbelsäulenmobility. Warum ist das wichtig? Entlang der Wirbelsäule verlassen die meisten Nervenstränge den Wirbelkanal. Das heißt, wenn wir hier Verspannungen haben, wirkt sich das extrem auf die Nervenendigung aus und triggert unseren Parasympathikus. Das heißt, insgesamt wird der Körper unter Stress gesetzt und Verspannungen können sich überall viel, viel leichter festsetzen. Deshalb heute ein paar Übungen, wie wir die gesamte Wirbelsäule mobilisieren können. Wir fangen an aus so einer halb knienden Position heraus. Rechtes Bein ist vorne, rechter Arm nach oben gestreckt, linker Arm zur Seite ausstrecken und dann einmal um die Körperlängsachse drehen, so weit wie wir uns eindrehen können. Wichtig dabei, die Bewegung kommt nicht aus dem Arm. Ja, also mein linker Arm ist die ganze Zeit in der gleichen Position. Es dreht sich der gesamte Oberkörper so weit ein, wie es geht. Denn wir wollen wirklich eine Rotation um die Wirbelsäule herum. Kann man jede Seite so 10 bis 15 Mal machen. Gerne auch mehrere Sätze. Ich mache jetzt hier in dem Video immer nur einen Satz. Einmal die Seite wechseln. Auch ruhig mal darauf achten, auf welcher Seite ihr vielleicht spürt, dass es euch schwerer fällt. Immer schon ein gutes Indiz, um festzustellen für sich selbst, wo gegebenenfalls auch eine muskuläre Disbalance vorhanden ist. Okay, gehen wir in die zweite Übung, speziell für den Teil der Brustwirbelsäule. Machen wir im Stehen, aus der typischen Ausgangsposition heraus, Beine leicht gebeugt, Gesäß nach hinten gestreckt, Rücken ist gerade. Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule und die Arme leicht gebeugt nach vorne und auch dann eine Rotation nicht aus dem Arm heraus, sondern um die eigene Körperlängsachse drehen. Und auch hier wieder bis zum Maximalpunkt eindrehen. Die Bewegungsreichweite komplett ausnutzen und schön den Oberkörper öffnen. Auch hier wieder macht gerne mehrere Sätze zu Hause davon. Euer Körper wird es euch danken. Okay, und damit kommen wir zur letzten Übung. Jetzt speziell für die Lendenwirbelsäule, also den unteren Bereich der Wirbelsäule. Und das machen wir mit Scorpion Taps. Dafür einmal in Bauchlage gehen auf der Matte. Arme zur Seite ausstrecken. Beine anwinkeln. Und jetzt versuchen mit den Zehenspitzen die Finger zu berühren, dass wir auch in der unteren Wirbelsäule eine schöne Rotation erzeugen. Na, jetzt wird es schon besser. Auch hier jede Seite 10 bis 15 Stück. Ich wechsle schon mal. Sieben, acht,
9, einer geht noch, 10. So, damit haben wir Brustwirbelsäule, wir haben die Lendenwirbelsäule. Was noch fehlt, klar, oberer Anteil, Halswirbelsäule. Dafür einmal schön locker hinstellen, Oberkörper aufrichten, Schultern nach hinten und unten. Das ist wichtig bei der Übung, dass die Schultern schön unten bleiben. Und dann auch hier Rotation. Einmal den Kopf so weit zur Seite eindrehen, wie es geht. Zur anderen Seite. Darauf achten wirklich, dass die Schulter nicht hochgezogen wird. Auch hier wieder den Bewegungsumfang vollends ausnutzen. Und um das Ganze zu intensivieren, können wir aus der maximalen Rotationsstellung heraus mal in die Beugung gehen. Kurz halten, auch weiterhin darauf achten, dass die Schulter unten bleibt, dass der Rücken gerade bleibt. Und dann wichtig beim Auflösen, erst die Beugung wieder auflösen und erst dann die Rotation. Also keine Mischbewegungen, immer Rotation, Beugung und genauso auch wieder auflösen. Erst die Beugung und dann die Rotation. Auch das gerne mal 1-2 Minuten zu Hause machen. Ich will euch jetzt nicht damit langweilen, deshalb mache ich es nur mal kurz vor. Von daher, jetzt haben wir eigentlich alles rund um unsere Wirbelsäule einmal mobilisiert. Brustanteil, Lendenanteil und Halswirbelsäule. Und von daher könnt ihr jetzt loslegen und seid hoffentlich nicht mehr ganz so verspannt, wie ihr es vorher wart. In dem Sinne, wenn ihr gerne mehr Content dieser Art haben wollt, schaut euch auch meine anderen Videos an. Die findet ihr auf jeden Fall hinten im Abspann. Und damit sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!